Da draußen. Hallo zusammen. Herzlich willkommen im Hangar 18B. Heute wieder mal live seit langem. Mehr oder weniger spontan. Wir haben heute vor, später noch mit Lars zu sprechen. Lars war ja bei uns und das Video Frequenzen und Pyramiden, das hat Wellen geschlagen. Da hat es auch sehr viele gute Fragen gehabt in den Kommentaren. Heute habt ihr die Chance, die Fragen direkt an Lars zu stellen. Und vorher machen wir noch ein bisschen, ja, erzählen wir, was wir gerade so machen und was wir vorhaben. Denn es ging viel und es wird viel gehen in der nächsten Zeit. Ja, was wir allgemein mal so durch die Blume sagen möchten, ist, auf unserem YouTube-Kanal gibt es ja eine nette Lupe, wenn wir da drauf gehen. Da kann man auch schneller Videos suchen, denn wir immer wieder mal Anfragen bekommen haben, wie finde ich das Video, bla bla bla. Geht auf unseren Kanal, da seht ihr ein bisschen auf der rechten Seite, ein wenig unten, eine Lupe, da könnt ihr Videos eingeben, dann sollte das automatisch auffüllen und dementsprechend die Videos dann anzeigen, die ihr suchen und hoffentlich finden werde zum Anschauen. Genau, also wenn ihr zum Beispiel Frequenzen und Pyramiden eingebt, dann kommt auch das Video von Lars. Genau. Ja, an dieser Stelle ein riesen Dankeschön an alle UFO-Zeugen, die in der letzten Zeit mit uns gesprochen haben. Und gleichzeitig der Aufruf an euch da draußen, wenn ihr was gesehen habt, meldet euch bei uns und ja, wir möchten davon hören. Ja, und sprecht auch mit den Leuten über solche Themen. Vielleicht kennen die jemand. Wir haben schon auch auf Telegram die Meldung gekriegt, unter einem Erdstall-Video. Man möchte mehr UFOs-Meldungen kriegen. Ja, aber dafür brauchen wir auch euch. Also wir sprechen auch mit den Leuten und versuchen, sie vor die Kamera zu kriegen. Aber es ist nicht so, dass wir einfach viel zu viele UFO-Zeugen hätten, die sich auch vor Kamera melden. Also wir haben Leute, aber bis dann jemand vor der Kamera auch bereit ist, darüber zu sprechen, braucht es noch ein bisschen. Genau. Es gab auch schon Gespräche, die wir aufgezeichnet haben und danach der oder die Zeugin uns gebeten hat, das Ganze nicht auszustrahlen. Das haben wir dann natürlich auch so gemacht, aber ja, meldet euch. Ist natürlich die Problematik dann, dass wir ein UFO-Video weniger haben, aber natürlich aus Privatschutzgründen von der Person, die uns das gemeldet haben, nehmen wir das sehr ernst und machen das natürlich auch nicht, das einfach ausstrahlen, aber ist halt ein Video weniger. Ja, und für die neueren Zuschauer einfach, also wir bringen nie was als UFO, wo wir selber zum Beispiel wissen, es ist ein Flugzeug oder ein Helikopter oder irgendwie was Bekanntes, das haben wir noch nie gemacht und wollen wir auch nie machen, ja. Genau, das gibt es andere Kanäle. Wo man da auch wenn wir wissen, dass es mehr Views gibt mit spektakulären Bildern, aber genau, das ist nicht unseres. Vielleicht, ja, vielen lieben Dank, es haben schon Leute sich gemeldet. Es scheint alles gut zu sein mit der Akustik. Genau. Dass ihr uns gut hört und ja, sonst schreibt uns doch das rein, falls das nicht gut ankommt bei euch. Unbedingt. Ja, weiter, wenn wir das Video hochladen oder jetzt auch wieder eher öfters auf den sozialen Medien, Telegram, TikTok neu, dann Twitter und Instagram, jetzt sind mir die Worte eingefallen,
kommentiert, teilt, liked das. So unterstützt ihr uns in der Reichweite, dass wir da mehr Leute erreichen oder zusammen mehr Leute erreichen können, ja, wo die Videos schauen. Und das freut uns natürlich umso mehr über jeden Daumen hoch und einen Kommentar und genau, alles so weiter. Das freut uns jedes Mal, wenn wir wieder sehen, Videos knapp eine Woche oben, wieder fast 220 Kommentare. Und das ist schön zu sehen. Ja. Ja, ein riesen Dankeschön an euch alle da draußen. Wir haben jetzt die 30.000 Abos geknackt. Danke an jeden von euch, der da mitgemacht hat und das so weit kommen lassen hat. Ja, auf jeden Fall. Lieben Dankeschön an euch. Ja, also wir haben es ja schon mal erwähnt, aber können Sie ja nur wiederholen. Wir hätten das nie gedacht, als wir begonnen haben, 2014 im Sommer, dass wir jemals irgendwie 30.000 Abos haben und kommen dann auch beim Rückblick kurz drauf. Wir haben jetzt unser erstes Video, das die 300.000er-Grenze gesprengt hat. Also, und es stehen auch bald die 4 Millionen Klicks-Grenze an. Genau. Also, ja, wer hätte das gedacht? Es geht nach vorne. Fast jeder zweite Schweizer. Ja, genau. Genau. was mir noch wichtig ist, kurz zu erwähnen, wegen Termine und so weiter, wir sind zu viert, jeder hat Familie. Es ist immer noch ein Hobby, also wir leben nicht von diesem Kanal, sondern wir geben ordentlich Geld aus für den Kanal, wenn man das so sagen darf. Ja, ist es schwierig zum Termine finden, da nicht immer alle vier gleichzeitig können. Auch heute, Philipp hat sich entschuldigt, der geht einem anderen Hobby nach. Von dem her, Philipp, liebe Grüße auf die Rennstrecke, genieß es. ja, wie gesagt, es ist schwierig da zu viert jedes Mal Termine zu finden und dann euch die Termine zu geben, die ein Interesse haben für die UFO-Zeugenaufnahme oder wie Lars einen Vortrag gemacht hat oder jemand uns besuchen kommt wie Stefan, der Remote Viewer von der Schweiz. Das freut uns sehr natürlich, wenn da die Termine klappen und wir da etwas bewegen können, respektive arbeiten können miteinander. Aber eben, es ist schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen und wir geben da unser Bestes. Das wollte ich noch mal kurz erwähnt haben. Ja, das freut uns riesig, wenn sich Leute melden, eben überhaupt als UFO-Zeug oder auch wie der Lars, also dass die Leute ja, uns in dem Sinn als Plattform auswählen und uns vertrauen und auch unseren Zuschauern, ja, dass das so eine Akzeptanz findet, das freut uns wirklich sehr. An dieser Stelle noch ein riesiges Dankeschön an die zwei Spender seit dem letzten Livestream, Ute und Andreas. Vielen, vielen Dank. Ja, super. Das lieb, Geld wird eingesetzt für Dinge, die wir brauchen. Wir müssen auch noch ein bisschen Equipment anschaffen. Haben wir gerade am Samstag wieder gemerkt, kommen wir später drauf zurück. Ja, sehr super, danke. So, die ersten schreiben schon genug gelabert hier. Ja. Hallo. Aber es steht auch, ich finde eure Arbeit ebenfalls sehr interessant und wichtig. Genau, vielen lieben Dank dafür an Uwe, macht weiter so, und an Susanne Ecker. Das freut unsere Herzen natürlich, wenn wir solche coolen, lieben Kommentare sehen. Das sagt uns, wir sind auf dem richtigen Weg und machen natürlich weiter. Was wir noch gerne machen würden, ist kurz ein Rückblick, was wir das Jahr schon erreicht haben, respektiv in die Kameras eingefangen haben. Ja, also da sind ganz spannende Themen drunter. Ich glaube, was ihr noch nicht gesehen habt bis jetzt, genau. Das ist alles im Schneidprozess. Und ja, das erste kommt am Freitag. Können wir also übermorgen. Um was geht's? Ja, wir waren zusammen mit Ramon Zürcher, mit Werner Betz, mit Damian, dem Waldgeist. Auch ein sehr cooler YouTube-Kanal. Geht da auch mal vorbei und lasst ein Abo da oder so. Ralf Ruppert. Ralf Ruppert war dabei. Mario war dabei. Haben wir noch jemanden vergessen? Es waren noch ein paar mehr Leute dabei.
Da waren wir ein paar Tage im süddeutschen Raum unterwegs, in den Wäldern, und haben uns da ein paar ganz spannende Dinge angeschaut. Und es wird eine achteilige Doku geben, vermutlich 8 Teile. Ja, mit Dingen, die sind sehr, sehr interessant. Was macht das Ding im Wald und wie kam der eine Stein zum Beispiel, 130 Tonnen ungefähr, der steht aufrecht einfach so da am Hang. Ja, wir sind dem nachgegangen und wie gesagt, am Freitag die erste Folge davon. Ja, das waren super Tage mit super lieben Leuten. Hat richtig Spaß gemacht. Leider war am ersten Tag das Wetter gar nicht so sonnig, wie es sein müsste. Ja, und ist auch für uns halt wieder eine Erfahrung. Man ist raus mit dem Equipment, es regnet. Eben dann machen wir das, wie erwähnt, als Hobby. Also ist natürlich auch so, je öfters wir das machen, je mehr Übung, je mehr lernt man, wie bei allem. Aber es hat wirklich alles super geklappt in dem Sinn. Und coole Leute und eine coole Zeit. Ja. Also da kommt noch was in den nächsten Tagen. Genau. Dann das AOS 2022, da konnte ich nicht dabei sein, aber das war ja auch super spannende Vorträge, was abgegangen ist. Das war wirklich klasse. Dann würde ich gerne gleich noch einen Ausblick machen auf diesjähriges AOS am 30. September. In Deutschland, und zwar in Sulzbach-Taunus, und zwar ganz was Spezielles, 50 Jahre AOS. 50 Jahre Jubiläum, ja. Also das wird sicher ein Highlight, ein ganz besonderes Jubiläum. Von dem her geht auf die Webseite sagenhaftenzeiten.ch, macht euch schlau da, schnappt euch ein Ticket und hoffentlich sehen wir euch da. Was ich auch noch spannend gefunden habe, ist die ganze Remote-Viewing-Sache mit Stefan wie auch mit Timo und Marie. Ja. Da haben wir, glaube ich, auch noch was geplant, dass Erdstall-Sessions, glaube ich, mit Timo und Marie weitergehen und so weiter. Ja. Das ist auch sehr spannend. Dazu haben wir noch einen super Kommentar gekriegt von Grogu. Ihr seid super. Habt ihr schon mal Heinrich Kusch kontaktiert, Doku oder Interview? Das haben wir. Leider. Bitte nicht böse sein, Herr Professor Kusch, wenn Sie das sehen. Melden Sie sich doch endlich, damit wir Ihre Meinung auch hören. Das wäre super spannend. Denn wir hätten noch 1-2 andere Ideen zum etwas Fortlaufendes machen. Also, wenn jemand ihn persönlich kennt, bitte kontaktiert ihn auch und sagt, hey, kommt auf die Schweizer zu, wir haben da was Besonderes im Petto, wo wir gerne angehen möchten. Und vor allem die Zuschauer, die es noch nicht gesehen haben, also wenn ihr da mit der Lupe zum Beispiel jetzt Kusch eingebt, eben dann kommt ein super Vortrag von ihm. Also aber das ist auch schon ein bisschen her und alle interessieren sich natürlich für die News, wo es gibt. Aber zu dem Thema würde ich sagen, sprechen wir mal schnell den letzten Samstag an. Also wir waren wieder mal unterwegs zu einem Erdstall. Diesmal war das ein bisschen schwieriger. Klaus hat sich bei uns gemeldet und hat gesagt, er hätte vor 30 Jahren einen Erdstall oder ein Loch entdeckt im Wald, 20 Zentimeter, hätte das ausgegraben, ging rein und sah da einen Gang, der wäre 12 Meter und einen Seitengang von 5 Metern. Und am Samstag wollte er mit uns versuchen, diesen Stollen wiederzufinden. Das war sehr, sehr spannend. Die ganze Sache haben wir aufgenommen und wir sind am Schneiden. 2 Wochen oder so, 1,5 Wochen, dann könnt ihr das dann bei uns sehen. Also absolut spannend, war total überrascht. Sehr speziell. Genau, Grogu hat noch geschrieben, ich habe Kontakt mit seiner Frau, ich werde sie gern mal darauf ansprechen. Unbedingt gerne, macht das wäre super toll, wenn wir da was zustande kriegen würden. Vielen lieben Dank. Und oben wird gefragt, habt ihr vor, die Videoaufnahme als Podcast anzubieten?
Jetzt ist die Frage, welche Videoaufnahme? Ja, und was heißt Videos Podcast? Oder? Ich meine, man kann ja auf einfach den, das Videobild nicht anschauen und einfach hören, dann hast du auch einen Podcast. Also, Aber nicht jetzt spezifisch, also nur als Podcast. Genau. Oder vielleicht meint er, bei YouTube kann man jetzt irgendwie das Ganze umwandeln in Podcast. Müssen wir mal anschauen. Ja, vielleicht kommt es noch, aber da sind wir wieder beim Hobby. Wir sind eine begrenzte Anzahl Leute und haben begrenzte Ressourcen zur Verfügung. Und wir versuchen wirklich zu machen, was geht und auch manchmal ein bisschen mehr. Aber alles Step by Step. Ja. Genau. Melanie meint, ich persönlich finde die Winterviews, geh auf unseren YouTube-Kanal, da kannst du die Lupe verwenden. Da findest du knapp 500 Videos, zu dem kommen wir dann später auch nochmal, wo das Bewusstsein hoffentlich dehnt und sprengt und zum Anregen andenkt. Oder wir haben, wenn ich das gleich noch erwähnen darf, wenn du auf unsere Playlist gehst, haben wir eine Rubrik Interviews, da hat es inzwischen 192 Videos darin mit Interviews. Ja. Genau, dann haben wir noch einen weiteren Ausblick. Hoffentlich schaffen wir es wieder mal dieses Jahr auf eine Nachtwache zu gehen und von da eventuell auch etwas live zu streamen. Ja. Das müssen wir noch schauen, wann, wie, wo. Aber das ist sicher auch wieder mal ein Ziel, dass wir da ein gemütliches Lagerfeuer haben und den Himmel beobachten können. Ja. Was sehr interessant ist, da hat dank Simon haben wir einen Tessiner UFO-Club. Ja, also eigentlich dank Robert Fleischer. Ja, genau. Liebe Grüße an ihn, Robert. Liebe Grüße, ja, Robert. Wir haben dich nie vergessen, du bleibst unsere Kirsche. Ja, genau. hoffentlich, ja, das klappt aber bestimmt mal demnächst. Und genau, wir haben eigentlich bei ihm gesehen, dass er das Gespräch geführt hat mit Candida von der CUSI. Das ist die UFO-Forschung aus dem Tessin. Und unser Philipp zum Beispiel, der ist seit 40 Jahren im Thema, hat noch nie was mitgekriegt, dass es im Tessin auch eine UFO-Forschergruppe gibt. Und umgekehrt auch, wir haben mittlerweile inzwischen Kontakt und das sollte eigentlich auch, sage ich mal, demnächst oder im Sommer bestimmt was kommen. Und da gibt es ganz, ganz viel Spannendes, auch aus der italienischen Schweiz, wo sie zu berichten hat von UFO-Vorfällen. Und sie verfolgt natürlich auch Italien, wo es auch ganz spannende Geschichten gibt. Also da kommen bestimmt wieder ganz, ganz viele UFO-News. Nachtwache ist eine super Sache, schreibt da jemand. Das ist so. Das ist so, ja. Da sind wir gespannt. Was sagen die Remote-Viewer über Aliens bzw. UFOs? Matrixraum, bleibt dran. Stefan erklärt in ein paar Folgen interessante Sachen, auch demnächst auf unserem Channel. Ja. Also dranbleiben. Ja. Sehr interessant, was er sagt. Macht bitte nochmal ein Interview mit Dr. Marcel Polte. Ja, ja, gute Idee. Sehr gerne. Ja. Ja. Haben wir auch im Hinterkopf und müssen wir mal angehen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nochmal so kurz allgemein. Ich würde gerne noch die Kommentare kurz ansprechen, die wir zum Teil unter unseren Videos finden. Prinzipiell löschen wir nichts, da uns Meinungsfreiheit sehr, sehr, sehr hoch angesiedelt liegt. Das heißt, jeder soll seine Meinung sagen. Was aber in unseren Augen gar nicht geht und was ich ehrlich gesagt unter aller Sau finde, ist, wenn man Leute beleidigt aufgrund von ihrem Aussehen, was überhaupt nichts mit der Sache zu tun hat. Das geht für mich gar nicht, finde ich auch nicht okay. Man kann sagen, okay, ich bin jetzt nicht deiner Meinung, ob das jetzt ein UFO ist oder nicht, das ist was anderes. Aber wenn jemand sagt, ja, du hast ein bisschen Holzkopf, weil dein Auge nach rechts schielt oder sonst irgendwas, das geht einfach nicht meiner Meinung nach. Und solche Kommentare, die löschen wir auch. Also einfach, dass wir das mal kurz erwähnt haben, da wir diese auch löschen aus Grund vom Schutz für die UFO-Zeugen, weil die haben den Mut zusammengenommen, sich bei uns zu melden, damit wir sie filmen dürfen und am breiten Publikum im Internet ausstrahlen können. Nur schon dazu sollte man eigentlich gar nicht solche Kommentare kriegen. Also genau.
Wir haben aber auch schon gehört, dass Kommentare gelöscht werden, die wir nicht gelöscht haben. Also richtig. Wir wissen das sogar, ja, wir können das hier sagen, von Desiree, die selber schon Kommentare unter unseren Videos eingegeben hat. Und wir kennen Desiree, also, und die waren einfach weg. Da haben wir dann nichts gemacht. Also an was das liegt, wissen wir nicht. Vielleicht kann jemand da helfen. Das scheint ja auch auf anderen Plattformen so zu passieren. Wir löschen beleidigende Kommentare und Kommentare, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben. Mhm. Ansonsten ist bei uns alles erlaubt. Einfach so wieder mal, dass alle das gehört haben. Ja. Genau. Und dann gibt es auch immer wieder spannende Kommentare betreffend Handykamera und in der Nacht ist schlecht, ist scheiße, alles Käse. Ja, das stimmt. Die Technik hat sich zwar seit 50 Jahren massiv verändert, aber hey, es ist so ein minimaler Sensor da drauf. Und in der Nacht, das ist das geht gar nicht, wenn man das sauber filmen möchte. Da braucht man Profi-Equipment. Selbst dann ist es schwierig, sehr geile Aufnahmen von Objekten zu machen. Das muss ja ein Bewusstsein. Und nur so als Vergleich, Optiker haben mal an einer Universität gesagt, ich weiß aber nicht mehr an welcher, ist glaube ich eine Deutsche gewesen, wenn man das menschliche Auge als Objektiv bauen würde, wäre das Ding 3 Meter lang. Also, jetzt könnt ihr euch selber sagen, will ich ein 3 Meter Objektiv auf meinen Cam vorne dahin machen, auf die Handycam, damit rumlaufen, damit ich das auf Bild, respektive auf dem Handy-Video dann so sehe, wie ich das Ding mit Auge gesehen habe. Wer das Geld hat, bitte entwickelt das unbedingt. Ich kaufe sofort eins. Macht das sehr klein, praktisch. Dann hätten alle, wären die besten Spotter, UFO-Spotter, sage ich dem, nicht Plane-Spotter. Und dann wäre das auch wieder... Apropos Geld, es wird gefragt, ist das kostspielig? Auch sonst super Kommentare, ist jetzt gleich oben raus. Alles wieder hier, Bob Lazar ins Hangar-CB-Studio. Ja, Bob Lazar, ja klar, genau, sehr gerne. Und Daniele Ganser auch sehr gerne. Müssen wir mal fragen, ob er auch eine UFO-Sichtung hat. Aber ich, ja, allgemein könnte ich mir vorstellen, dass er über UFOs vielleicht auch noch was weiß. Aber auf jeden Fall. Aber ja, ist das kostspielig vielleicht noch ganz kurz? Was? Ja, ich gehe davon aus, Hangar 18b, ob das kostspielig ist. Ja, das ist ein Hobby, das nicht ganz günstig ist. Es gibt teurere Hobbys, aber ja, wir haben diesen Raum hier. In der Schweiz kann sich jeder vorstellen, was das ungefähr kosten kann, so pro Monat. Was sind das? Ja, ist ja egal. Es kostet was, also man kann vielleicht sagen, mit und die Kameras und alles. Ja, klar, ist das kostspielig, aber wir sind 4 Leute und wir teilen uns die Kosten. Und, genau. Und die Werbeeinnahmen, wo wir kriegen, kann man sagen, sind vielleicht 20%, wo vom Material gedeckt wird. Nicht mal, oder? Ja. Und unsere Zeit und so. Also Zeit kann man sowieso nicht also genau. Genau, also wenn man die Zeit jetzt vom Oli für Schneiden nehmen würden, für jetzt einen Ausflug nach Süddeutschland, wie viele Stunden hast du bis jetzt aufgewendet? Es sind jetzt wahrscheinlich etwa 130 bis 140 Stunden. Und ich brauche sicher nochmals die 60. Also 200 werden das bis zum Ende für 8 Videos. Also ja, im Schnitt so 20 Stunden pro Video braucht man mindestens, also bei unserer Art, wie wir produzieren. Es ist klar, wenn man eine Kamera verwendet, dann geht das schneller und wir haben halt mehrere Kameras und dafür ein bisschen mehr Winkel. Und aber wir wollen ja was Gutes abliefern und nicht einfach, das war von Anfang an eigentlich das ist Hobby. Credo. Und, Schreibt auch jemand, teures Hobby habt ihr, aber es macht auch Spaß. Genau. Es macht extrem Spaß, selbstverständlich. Ja, sonst das ist der Antrieb. Also, genau. Ich würde den Punkt gerne noch zweimal sagen, und zwar jetzt und nochmal später mit dem Endaufruf, wenn wir dann fertig haben, den Livestream. Wenn ihr Wünsche habt, dass euch super interessiert in diesem Bereich, wo wir unterwegs sind, dann schreibt es in die Kommentare, geht auf unsere Webseite www.hangar18b.com, da gibt es ein Kontaktformular, haut in die Tasten, schreibt eure Ideen, wo wir ansetzen können, was euch interessiert. Dann versuchen wir das so gut, wie es geht, umzusetzen. Seid nicht böse, wenn es nicht klappt. Wie gesagt, wegen den Themen, wo wir vorhin erwähnt haben,
Es ist immer noch Hobby. Wir sehen uns einmal in der Woche, wenn es hochkommt und so weiter. Genau. Dazu noch einen guten Kommentar von Uwe. Wie schnell werden bei euch Meldungen denn überhaupt bearbeitet? Also die das ist unterschiedlich. E-Mail, das Kontaktformular wird von Oli bearbeitet. Gebt ihm da plus minus 2-3 Tage Zeit. Manchmal auch eine Woche vielleicht, das kommt auch mal vor, weil auch ich habe einen Job und ich habe eine Familie, eine super Familie und ja, das muss nebenher gehen. Also, genau. Ja. Und bitte meldet euch nur über das Kontaktformular. Ich weiß, andere schreiben via Facebook und Instagram. Ich schreibe euch dann nicht zurück, ja, sendet bitte unsere E-Mail-Adresse, weil Oli kann das managen. Er bringt uns dann die Vorschläge, respektive die Themen, und wir können es im Plenum besprechen. Wenn das dann von 4-5 Seiten herkommt, dann kann es sein, dass etwas untergeht, aber so haben wir es zentral gelagert und wir finden es immer wieder. Und genau. Ja, und uns vielleicht nochmal lieb nachschubsen, wenn wir uns jetzt nicht melden sollten. Also, genau. Vielen Dank für die lieben Kommentare da drüben. Also, super, absolut. Und ihr seid Familie spitze. Macht, ohne euch geht's. Wissen eure Familien, was ihr macht. Ja. Ja, die wissen das, ja. Also schreibt auch hier in die Tasten, wenn ihr was habt. Ich habe auch schon gesehen, jemand hat schon ein Thema wegen USA und Dogma, glaube ich. Aber ja, ich würde sagen, wir können ja nach dem Lars-Gespräch dann noch auf gewisse Fragen vielleicht eingehen. Genau. Und wäre Zeit, mal den Lars dann hereinzuholen. Genau. Wir haben leider, oder Lars hat leider ein kleines technisches Problem. Die Kamera funktioniert nicht. Der Ton ist aber spitze. Also ich denke, das sollte auch so super funktionieren. Genau. Ich hoffe, ihr hattet schön Zeit, jetzt ein bisschen zum Fragen zu überlegen, liebe Zuschauer, denn jetzt schalten wir in einen anderen Gesprächsraum rüber, wo Lars ist, und wir begrüßen ganz herzlich Lars. Hi Lars! Hörst du? Herzlichen guten Abend. Hallo Lars! Sehr gut. Schön, super. Perfekt. Wir möchten heute ja ein bisschen die Leute, die schon dein Video gesehen haben, bevorzugen, also dass die Fragen stellen können. Es kamen schon Fragen in den Kommentaren unter deinem Video, aber vielleicht einfach so für alle die, die keine Ahnung haben über deine Theorie, kannst du das mal so in 2-3 Minuten wirklich kurz zusammenfassen? Es geht ja um die Pyramiden, die freie Energie, und die Töne, also was hat das ganz kurz zusammengefasst miteinander zu tun? Ja, erstmal herzlich willkommen an alle da draußen. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese echt netten Kommentare und diese echt kreativen Fragen, die ihr auch gestellt habt oder euch selbst gestellt habt. Ich denke mal, ich habe alles geschafft. Ja, das Prinzip mal ganz kurz erklärt. Ja. Und zwar, stellt euch ein Elektrofeuerzeug vor. Da ist ein Kristall drin. Und dieser Kristall, wenn ihr darauf drückt, über eine Mechanik, dann kommt vorne ein Funke raus, der eure Flamme entzündet. Diese Mechanik und dieses Prinzip über diesen Kristall ist eine Art von Energieumsetzung. Ein schneller Schritt wäre jetzt in die Pyramiden. Pyramiden bestehen aus Kalksandsteinen und piezoelektronischen Effekten, wie zum Beispiel Granit, der beinhaltet. Ja, wenn Pyramiden in Resonanz geraten und man hat halt für diese Resonanz die Erde verwendet, weil die Erde ein Motor ist und der Motor strahlt halt Frequenzen ab und diese Frequenzen wiederum interagieren mit dem Körper Pyramide, wo im Inneren eine Glocke ist. Und diese Glocke, die sehr viel von diesem piezoelektronischen Effekt quasi beinhaltet, weil die hat nämlich sehr viel Quarz im Inneren, in diesem Granit, und dieser Quarz fängt dann an, hochfrequente Energie in den oberen Himmelsbereich, in den Äther abzustrahlen. Und der reichert sich dann immer mehr mit Energie an, und diese Energie kann man dazu verwenden, wenn man weiß wie, um zum Beispiel Licht zu erzeugen oder kleinere Verbraucher daran anzuschließen. Also keine großen Verbraucher, sondern nur kleine, so wie Licht zum Beispiel. Ja, ich denke mal, so, das könnte reichen, um Fragen anzuregen. Ja. Also das heißt, die Pyramiden, die waren
ein Energiegenerator, also für freie Energie. Die haben die freie Energie verteilt. Ja. Ja. Freie Energie nochmal in Anführungsstrichen, weil die Pyramiden wandeln Erdresonanz, Erdenergie um, nämlich die Schumann-Resonanz oder Erdresonanzen, die der Motor nach außen abstrahlt. Und diese Resonanzen werden quasi durch eine Mechanik und eine Konstruktion dazu verwendet, um quasi im Inneren der Pyramide ja ein gewisses Gestein zum Anregen zu bringen. Nämlich genau dasselbe Gestein, was zum Beispiel auch in dem Feuerzeug, in einem Elektrofeuerzeug drin ist. Und dieses Gestein fängt dann an, Energie zu erzeugen durch die Vibrationen, die aus dem Erdinneren nach oben geleitet werden. Und diese Energie wird dann oben, ja, man kann sagen, in den Himmelsbereich abgestrahlt. Ja, ich habe was gelesen von wegen, der Ton wäre leise. Remo ist, glaube ich, auch schon am Schauen. Genau, ich habe mal ein bisschen Lars lauter gemacht. JHK. Kannst du bitte mal checken, ob jetzt Lars ein bisschen besser zu hören ist? Der Lars ist tipptopp, perfekt. Vielen lieben Dank, Carmen. Super, danke. Ja, vielleicht noch mal so in die Runde schnell geworfen für die Gedanken. Stellt euch halt ein Elektrofeuerzeug vor. In diesem ist ein kleiner Kristall und dieser Kristall ist in hoher Konzentration in diesem Riesenobjekt in Gizeh in der Pyramide enthalten, wo man uns heute erzählt, quasi, das wäre eine Grabkammer. Und ja, diese Grabkammer besteht halt aus Granit. Und dieser Granit hat im Inneren diesen, ja, diese Kristalle, diese Piezo-Kristalle, die quasi Elektrizität erzeugen können. Ja. Weshalb ich auch davon ausgehe, dass diese Pyramiden, weil es ja weltweit sehr, sehr viele gab, die man bisher heute entdeckt hat, nur eine Zahl in die Runde geworfen, 3600 Stück waren das, glaube ich, knapp bei Wikipedia, die man so bisher entdecken kann. Und ich gehe mal davon aus, dass ein Teil nachgebaut worden ist, weil man nicht mehr wusste, wie das Prinzip funktioniert. Aber ein sehr großer Teil diente dem Zweck der Energieerzeugung. Und diese Energieerzeugung wurde weltweit in den Äther quasi verteilt und ja, bot früher quasi den Menschen die Möglichkeit, diese Energie für Licht zum Beispiel zu verwenden. Du hast ja in unserem Gespräch noch ganz kurz erwähnt, das wollte ich noch schnell nachfragen, der Schilkrottstein in der Schweiz, das wäre auch eventuell diese Piezo-Technologie, also dass dieser große Stein auf dem kleinen aufliegt. Kannst du das noch mal ganz kurz vielleicht erklären, weil das würde uns interessieren. Wir waren ja da und haben das dokumentiert. Und ja. Also ich erkläre nochmal so grob den piezoelektronischen Effekt, also diese Piezo-Kristalle. Und ich beschreibe jetzt mal ein Beispiel für diesen Kristall, der zum Beispiel auf einem Lautsprecher oder in einem Lautsprecherprinzip verwendet wird, zum Beispiel in einer Armatur. Da hat man eine kleine Metallplatte und auf dieser Metallplatte sind Kristalle. Das sind diese Piezo-Kristalle. Und diese Kristalle wiederum sind selbst auch in Granit enthalten. Und ich komme nochmal auf diesen kleinen Lautsprecher in der Uhr zurück. Wenn man da eine elektrische Energie mit einer Frequenz raufgibt, dann fängt dieser Kristall an, quasi einen Klang von sich zu geben. Er fängt an, Vibration zu erzeugen. Eine kinetische Energie. Und im Umgekehrten, wenn ich jetzt diesen Kristall nehmen würde und ich würde da kräftig raufdrücken, dann fängt dieser Kristall an, quasi diese Energie selbst zu erzeugen. Also umgekehrt nochmal zum Verdeutlichen, wenn Energie von außen zugeführt wird, fängt der Kristall an zu klingen. Umgekehrt, wenn der Kristall nicht klingt und ich drücke rauf, fängt er an, elektrische Energie abzugeben. Auf das Prinzip der Pyramiden, der Schildkröte zurückzukommen, dadurch, dass quasi der Kopf durch diese Masse von diesem Körper gedrückt wird an dieser Spitze, an dem Übergang, wo die Beinsteine sich quasi berühren, da entsteht quasi eine kinetische Energie, die quasi beides miteinander mit hoher Energie zusammendrückt, weil dieses Gewicht sich ja gegeneinander kippt. Und an dieser Stelle, wo sich das quasi kippt und verbindet, da ist die Energie so hoch, dass die Kristalle, die im Umkreis quasi von dieser Energie, ja, von dieser Kraftenergie sich befinden, das Bedürfnis haben, Elektrizität in geringer Form freizugeben. Jetzt ist es so, dass diese Elektrizität, also die Kristalle sind nicht richtig geordnet, weil wenn die richtig geordnet sein würden, dann würde man sogar theoretischerweise in einer Richtung einen Blitz erzeugen können. Aber dadurch, dass die jetzt alle unterschiedlich durcheinander sind, entladen die sich teilweise gegenseitig.
aber bilden beim Entladen auch magnetische Felder. Die sind jetzt natürlich nicht besonders stark, aber man könnte sie theoretischerweise, denke ich mal, auch messen, diese Felder. Und wer sich mit Piezokristallen auskennt oder noch nicht auskennen sollte, bitte lest ein bisschen drüber nach, erkundigt euch, wofür man das überall verwendet, zum Beispiel in der Elektrotechnik, um Frequenzen zu, also bei einer bestimmten Frequenz quasi ein Signal zu erzeugen oder Signale bei bestimmten Frequenzen auch komplett auszublenden oder zu filtern. Also die haben mega viele Eigenschaften, diese Piezo-Kristalle. Ja. Und diese, ja, einfach gesagt, diese Kristalle sind halt in Granit sehr stark enthalten, ungeordnet. Aber was passiert, wenn man im Granit jetzt zum Beispiel, wenn man da mit einem Hammer raufschlägt, mit einem dicken Vorschlaghammer, dann kann man ab und zu mal sehen, dass vorne aus dem Granit so ein kleiner Funke rausspringt. Mhm. Dieser elektrische Funke, der da vorne rausspringt, der kleine Blitz, wo man denkt, das sind jetzt so, dass der Funke vom Metall, was zerrieben wird. Nee, das ist Elektrizität, die da frei wird. Die springt jetzt natürlich irgendwo hin und entlädt sich wieder, weil sie hat das Bedürfnis, sich zu entspannen. Das ist ja wieder... Bei den Feuersteinen früher, also die Weißen, die, wenn man die zusammenhaut, dann gibt das einen Funken und es riecht dann auch noch Ozon Schwefel oder irgend sowas. Ja. Also durch diese Entladung, wo der Funke entsteht, entstehen Gase in der Luft. Das sind wir auch als Ozon riechen. Das ist durchaus richtig. Ja, das ist das Prinzip. Und nochmal auf die Pyramiden kurz zurückzukommen und dann hoffe ich doch, dass Hörerfragen kommen. Stellt euch einfach gigantisch großes Feuerzeug vor, wo tausende von diesen Kristallen in hoher Konzentration drin enthalten sind. Und dieses Elektrofeuerzeug oder diese Pyramide, die wird schon mal so ähnlich wie, als wenn ihr auf dieses Feuerzeug drückt, mit einer riesen Masse an Steine von außen gepresst und gedrückt, weil im Inneren, wo diese Grabkammer ist, was ich ja im vorherigen Beitrag, den ihr euch gerne anhören könnt, beschrieben habe, was eigentlich diese Grabkammer ist. Die ist eigentlich eine Glocke aus Granit. Und wenn die anfängt zu schwingen mit diesen Piezo-Kristallen drin, dann wollen die irgendwo hin. Und wenn man jetzt weiß, wie man diese Energie nochmal ein bisschen anschieben kann und dazu die Erdfrequenzen verwendet, naja, dann haben wir theoretischerweise einen Generator, der permanent, weil die Erde ja immer diese Energie abgibt aus dem Inneren, diese Vibration, die ist halt überall um uns herum. Wenn die denn umgewandelt wird in diese geomechanische Energie, weil diese Steine zum Vibrieren gebracht werden und dazu hat man halt im Inneren des Hohlkörpers oder des Körpers auch Hohlräume geschaffen, damit sich die Klänge der Erde schön hochschwingen können in diesem Hohlkörper. Also die ist ja nicht komplett hohl, aber da sind Räume drin, die diesem Zweck dienen, damit es richtig schön anfängt, sich aufzuschwingen. Und dann wird halt Elektrizität in den Äther abgegeben. Und vielleicht nur für die Denker unter euch, die jetzt Fragen im Kopf haben, denkt doch mal über diese ägyptischen Bilder nach, die ihr so im Kopf habt. Da sind ja Figuren, die dann in der Hand ein Symbol halten. Das ist halt so, sieht aus wie ein Kreuz. Und da ist eine, da ist was drumherum gemalt, wie eine Blase. Mhm. Und ich behaupte mal ganz direkt, das ist eine Art von, vielleicht eine Art von LED, eine Lampe, die quasi diese Ätherenergie, die die Pyramiden erzeugt haben, überall, die vorhanden war, die strahlt jetzt nicht besonders weit, aber reicht so weit, dass man im Umfeld von 200, 300, 400 Metern oder vielleicht noch mehr sogar diese Elektrizität in Licht umwandeln konnte. Mit diesem einfachen Prinzip, was ich versuche jetzt in eure Köpfe hineinzubringen, so ein bisschen, um das Verständnis anzuregen. Die Energie, die die Pyramide erzeugt hat, ist eine Art von Elektrizität, die jetzt uns wiederum nicht unbedingt Probleme macht, weil halt Frequenzen verwendet werden. Und viele denken ja bei Frequenzen, könnte ja vielleicht schädlich sein. Das hängt immer ab, welche Frequenzen man nimmt, wie man sie verwendet, ob man sie pulst oder einfach nur geradlinig abstrahlt. Aber stellt euch jetzt einfach mal einen Generator vor, der so groß ist wie ein Gebäude. Gigantisch groß. Und der strahlt halt diese Energie ab. Und ihr braucht jetzt kein Kabel, ihr braucht nur eine gewisse Elektronik mit einem Glaskolben und einem speziellen Lichterzeuger drin, eine Art Leuchtstofflampe, und ihr habt überall, wo ihr hingeht, Licht. Mhm. Egal, wo ihr seid. Und vielleicht nochmal an die Leute, die mir in Gedanken noch nicht so folgen können, um das mal anzuregen. Neue Pyramiden, die man geöffnet hat, da hat man drin entdeckt, dass da überhaupt keine Feuerspuren drin sind. Und jetzt kommt eine große Frage hoch. Wie hat man denn im Inneren eigentlich das optisch
gebaut, ohne Licht zu haben? Das ist jetzt so eine Frage, die ich so in den Äthern euch sende. So überlegt mal, und das könnte ziemlich gut die Möglichkeit sein, weil die Hieroglyphen der Ägypter, die zeigen uns das auch so ein bisschen. Also da sind so viele Sachen, so mit den Gedanken, die ich euch jetzt so in den Äther gesendet habe, guckt euch das nochmal neu an. Also man erkennt dort Glaskolben, wo Licht womöglich abgestrahlt worden ist, oder Geräte, um diese Ätherenergie, die diese Pyramiden erzeugt haben, aufzunehmen und in elektrische Energie umzuwandeln. Mhm. Da gibt es so, sehen aus wie Obelisken, das sind so, ja, ist jetzt eine These, die ich stelle, aber das sieht für mich als Elektrotechniker wirklich danach aus. Ja. Ja, dass man quasi Spulen gebaut hat, die man in die Luft gehangen hat, also an bestimmten Punkten, und diese Spulen hat man dann auch verwendet, um diese Elektrizität womöglich sogar zur Wärmeerzeugung zu verwenden. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, weil, und das möchte ich euch allen nochmal da draußen sagen, diese Ätherenergie, von der ich rede, die hat nicht besonders viel Leistung. Also da kann man ein paar Lampen dran ranhängen, flächenverteilt, vielleicht auch um etwas größere Verbraucher, aber jetzt nicht unbedingt einen dicken Motor, der richtig viel Energie zieht. So, das kann man natürlich nicht machen. Oder eine Heizung, die auf normalen, ja, Mechaniken basiert, physikalischen, wo ein Heizdraht zum Heizen gebracht wird, und das kostet halt wirklich viel Energie. Und das kann man damit wiederum nicht machen. Aber auf jeden Fall, und da bin ich heute wirklich der Meinung, dass die früher die Möglichkeit hatten, Licht zu haben. Und das Netzwerk ist aus meiner Sicht weltweit gewesen. Mhm. Weil es ja so viele von diesen Pyramiden gibt, und die sind alle ähnlich gebaut. Es gibt ein paar unterschiedliche Bauweisen, aber auch ein Verdacht bei mir, dass man die quasi irgendwann mal adaptiert hat, weil irgendwas passiert ist, und dann hat man die Gebäude da gefunden als Kultur, und dann hat man die einfach übernommen. So, also man stelle sich jetzt einfach tausende von Jahren vor, die Menschen kommen, die Menschen gehen, die Menschen kommen, die gehen. So, also Wissen verblasst auch im Laufe der Zeit. So wie wir heute zum Beispiel auch nicht mehr wissen, wie die Funktionsweise womöglich war oder wie man das überhaupt gebaut hat in so einer Präzision. Mhm. Also man stelle sich vor, wir sind heute hochentwickelt. Die hochentwickelten Techniker können sich das heute nicht vorstellen. Also ist das für mich ein klarer Schluss, dass wir heute noch nicht hochentwickelt sind. Genau, genau. Genau. Lars, dazu hat Matrix-Traum noch eine Frage. Könnte man diese auch zur Kommunikation nutzen? Was denkst du darüber? Was ist deine Meinung? Jetzt so schnell in den Raum gezogen, ja. Das ist ja eine Energie, die hier strahlt wird. Also stellt euch, also wir haben es ja indirekt jetzt schon so, wir haben überall Handymasten auf dem Dach zu stehen, die quasi eine Energie, eine hochfrequente Energie in den Äther abstrahlen. Und die können wir dann mit unseren Handys auffangen. Mhm. Worum unterscheidet sich das zwischen der, ja, Pyramidenenergie und der Kommunikationsenergie? Also die Pyramidenenergie, die wird quasi gleichmäßig abgestrahlt. Und die Kommunikationsenergie, die benutzt diese gleichmäßige Abstrahlung und packt auf dieser gleichmäßigen Welle quasi Frequenzen auf. Und die werden dann wiederum verschlüsselt oder ja, so dass man da diese auf dieser Welle diese Information raufpacken kann. Und ich denke mal, rein von der Technik her ist das theoretischerweise auf jeden Fall möglich. Das ist nur eine Sache der Modulation, die man auf dieser Frequenz raufpackt. Natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass man da nicht in falsche Frequenzmodulationsbereiche kommt, die uns dann wiederum schaden. Genau. Da muss man auch dran denken. Dann kriegt man das hin. Also direkt gesagt, ja. Mhm. Dann hat es noch eine spannende Frage von Lauritz. Schreibt, weiß Lars, dass Edgar Cayce das, ups, jetzt ist es gerutscht, Prinzip der Äther-Energiegewinnung über Atlantis in Trance beschrieb? Kennst du Edgar Cayce? Sagt dir das was mit der Äther-Energiegewinnung? Leider nicht. Aber das werde ich mal notieren und auf jeden Fall mal nachhaken. Genau. Was ist doch die, ja, diese Äther-Energie. Diese Äther-Energie ist ja, also man stellt sich wirklich weltweit vor als Netzwerk. Mhm. Weil sonst bräuchten wir auch nicht so viele Pyramiden, und was vielleicht für unsere Köpfe da draußen ein Problem darstellt, ist, es so zu verbinden, dass wir uns überhaupt vorstellen können, dass es sowas überhaupt gegeben hat. Aber versuche ich uns jetzt alle mal so
ja, darauf hinzuweisen, dass wir in einer Welt leben, die anhand der Generation so oft umformatiert, umprogrammiert, umdefiniert, umbeschrieben worden ist, dass wir heute eigentlich nicht mehr richtig fassen können, wenn wir uns damit nur oberflächlich befassen, wo eigentlich unsere Wurzeln herkommen. Das schafft man in der Regel nur, wenn man sehr, sehr tief anfängt zu gucken und eine hohe Neugier mitbringt. Und ja, seine Rationalität, die uns programmiert hat, die man so in den Schulen gelernt hat, wie ja, Physik etc. Also ein einfaches Beispiel. Wir sind ja nun Freunde von seltsamen Objekten am Himmel. Und auch ich habe selber schon eins gesehen. Und der erste Gedanke für mich war, wie kann dann das physikalisch sich so bewegen? Ist doch eigentlich von unserer gelernten Physik nicht möglich. Und das zeigt mir aber, dass wir nur begrenzt denken können oder vielleicht auch nur sollen oder auch dürfen. Weil wenn wir das Gewissen nämlich erlangen, dann würde das alles, was wir jetzt um uns herum haben, wirklich auf den Kopf stellen. Weil wir würden Energie, so wie Sprit zum Beispiel oder Diesel, das würden wir alles nicht mehr brauchen. Weil wir womöglich eine ganz andere Möglichkeit hätten, uns fortzubewegen. Aber das, ja, so, aber ja, bildet euch selbst Gedanken da draußen, Zuhörer, also nicht Hangar 18. Ja, du hast ja gesagt, wir können uns das nicht vorstellen, solche Pyramiden für die Kommunikation oder für Verteilung von Strom oder Energie. Aber wenn wir doch in die heutige Zeit schauen, wir machen eigentlich dasselbe, einfach viel kleiner und dafür alle 100 Meter, also Handymasten und so weiter. Also wir gehen jetzt ins Weltall mit Satelliten. Ja, aber um die Welt zu vernetzen, bauen wir jetzt überall Handymasten hin und die hatten vielleicht halt einfach ein großes Bauwerk und das ging dann halt weiter, also... Das ist jetzt nicht so abwegig für mich, ehrlich gesagt. Also außer natürlich, dass der Bau eines solchen Bauwerkes mit der Geschichte, die wir kennen, mit der Zeit, als das gebaut worden sein soll, nicht übereinstimmen kann. Also das haben nicht einfach die Ägypter so, wie wir sie kennen, gebaut. Also wenn, dann waren die anders drauf, als man uns gelernt hat. Also, das kann niemand so bauen. Auf jeden Fall. Ja, also ich habe, aber da müsste ich jetzt weiter ausführen, aber das können wir vielleicht irgendwann mal in einem anderen Beitrag machen. Ja. Da mache ich mir dann auch nochmal einen richtigen Ablaufplan. Also die Geschichte, was wir so gelernt haben, ist, also ich werfe jetzt mal ein Wort in den Kopf, und zwar Manifestierungen. Also wir haben die Möglichkeit als Menschen quasi Sachen zu erkennen, indem wir unsere Gedanken quasi auf diese Sachen konzentrieren oder fokussieren. Und dazu ist es wichtig, dass wir uns da miteinander synchronisieren. Das heißt, wenn wir jetzt einen Gedanken haben, zum Beispiel UFOs, so, solange nur zwei Menschen drüber denken, wird es niemals in dieses Feld, in dem wir alle existieren, so nach außen getragen und wird eine gewisse Dominanz kriegen. Erst wenn viele sich damit befassen und das auch hinterfragen, hinterdenken, aus ihrer Betrachtung neu betrachten. Und ich behaupte jetzt mal, es gibt so viele Betrachtungen, wie es Menschen gibt, unterschiedliche. Mhm. Aber wir haben gerade für Sachen, die wir auch nicht verstehen, weil es auch dafür gar keine Worte gibt, weil die im feinstofflichen Bereich sind, so wie zum Beispiel diese Ätherenergie, die Albert Einstein dem Nikola Tesla abspinstig gemacht hat und behauptet hat, die gibt es nicht. So, das kann nicht sein. Und später hat er aber Eingeständnisse machen müssen, weil seine Relativitätstheorie natürlich mit darauf aufbaut, ja, um das jetzt so an die Physiker gerichtet. Nur weil wir das nicht greifen können und vielleicht keine Worte dafür haben, noch nicht haben, kann es natürlich, muss es nicht sein, dass es das nicht gibt. Und ich behaupte mal jetzt ganz direkt, so ist meine Erfahrung, die ich als Mensch in den ganzen Jahren gesammelt habe, jeder Gedanke, egal wie skurril der ist, der ist entweder schon materialisiert gewesen oder der wird sich noch materialisieren, sonst wäre er nicht hier in unseren Köpfen. Mhm. Und wenn wir futuristisch denken und jetzt liegt es an uns, unsere Gedanken neu zu fokussieren, so von alten seltsamen Mechanismen, die womöglich krank machen oder komisch sind, so erstmal abzulassen und sich neue zu entwickeln im Kopf, sondern sich auch frei zu machen von dem, was man gelernt hat und vielleicht doch nochmal, wie Menschen wie Nikola Tesla oder Viktor Schauberger, so neu in die Natur zu gucken, um da nochmal das eigene Verständnis für die Funktion unseres Universums zu erkennen.
wie wir eigentlich funktionieren, warum das Wasser sich so bewegt oder warum es warm, kalt wird, etc. Diese ganzen Mechanismen. Wenn wir das neu entdecken, dann werden wir auch diesen, ja, das, was wir schon hatten, weil ich behaupte jetzt mal ganz frech, das ist so einfach zu verstehen und auch ich muss erst die Worte dafür für euch alle da draußen finden, um euch das zu erklären, aber ich in meinem Inneren habe es verstanden als Techniker, aber ich weiß auch, dass Fachworte nicht dafür verwendet werden können, weil ja, erst der Gedanke und je mehr wir darüber nachdenken, umso mehr werden wir dahinter kommen. Und glaubt mir, wenn ja ganz viele darüber nachdenken und es sollte noch nicht da sein, jetzt kommt es, dann wird es sich materialisieren, weil wir darüber nachdenken. Mhm. Das liegt in unserer Hand. Ja. Und leider war es bisher so, man versucht uns immer negative Strukturen irgendwo abzulenken. Wenn wir das erkennen und wieder mehr auf uns selbst kommen und uns mit unseren nahen Leuten verbinden und auch ihnen Danken austauschen, werden wir feststellen, dass wir viel mehr sind, viel mehr Talente haben, viel mehr Aufgaben haben so für uns. Und ja, jeder ist selbst angehalten, mal zu recherchieren und bitte, was ich erklärt habe, bitte nicht als Realität entgegennehmen, sondern als Anregung für die eigenen Gedanken, weil die Realitäten kann euch kein anderer Mensch beschreiben, die kann man nur selbst in sich selbst finden und dann kann man sich mit anderen synchronisieren und vielleicht Parallelen entdecken. Aber die Beschreibung für das, was wir jetzt neu entdecken, was früher schon mal da war, was wir leider verlernt haben im Laufe der Generation, werden wir jetzt wieder neu entdecken. Mhm. Sonst wäre ja so was wie ein UFO, was sich in 0, nichts bewegt, nicht möglich. Ja. Nur so als Anregung. Ja. Ja, Lars, wir haben da noch eine Frage von Susanne. Susanne verpasst vorhin, sie stellt sie jetzt zum zweiten Mal. Die Frage zu einem halben Elektron. Wie war die Ursprungsfrage? Habe vorher schon die Frage zum halben Elektron gestellt. Wurde bereits erfolgreich gespalten. Also sprich, ein Elektron wurde halbiert. Ihre Frage ist, könnte so etwas auch in der Pyramide gemacht worden sein? Oh, da kann ich jetzt nicht so direkt drauf eingehen, weil das ist mir noch nicht bewusst, dass man das gespalten hat. Aber das ist einfacher gedacht, vielleicht noch kurz erklärt, eine Pyramide ist isoliert zur Erde gebaut und Energie hat oder eine Verspannung hat immer das Bedürfnis, sich entspannen zu wollen. Also je Gewitter, je größer es wird, die Energie, die sich oben im Himmel quasi auflädt, die dann entladen werden will und dann über einen Blitz in die Erde entladen wird, kann sich nur deshalb nicht gleich entladen, weil natürlich noch ein Widerstand da ist. Und dazu muss erstmal richtig viel Energie oben entstehen, bis dann so ja die Luft überwunden wird und entlädt sich in die Erde. Bei dem Prinzip der Pyramiden ist es ähnlich, aber nicht ganz so krass, weil die hochfrequente Energie, die man da, das ist nochmal anders wie diese Blitzenergie, die man hoch in den Äther abstrahlt oder den Äther damit füllt quasi, die ist nicht so energetisch, dass er jetzt, ja, ich sage jetzt mal, blitzartig herunterschlägt, weil sie sich entladen will. Weil jede Pyramide aus meiner Sicht, und die in Gizeh auf jeden Fall, also da ist für mich direkt sichtbar, die ist isoliert zur Erde. Und stellt euch jetzt ein Elektrofeuerzeug vor. Ihr seht den Blitz bei diesem Elektrofeuerzeug nur, weil das Elektrofeuerzeug eine Art Kreislauf darstellt. Da ist nämlich eine kleine, ein bisschen Metall drin und das Metall schließt den elektrischen Kreis, wenn man oben, damit der Blitz wieder zurückfährt. So, und das ist in dem Sinne bei der Pyramide nicht der Fall, weil die ist isoliert zur Erde. Da kann die Energie nicht in die Erde unten runtergehen, so und sich wieder neutralisieren, sondern sie wird immer mehr oben in den Äther angereichert. Und ich glaube nicht, dass das mit diesen halben Elektronen zusammenhängt. Ein bisschen problematisch ist es, physikalisch zu verstehen, wie dieser Granit quasi die Elektrizität absondert, weil er ist ja nicht komplett aus diesem Piezo-Kristall, sondern er ist durchwachsen. Er ist mit Metall durchwachsen, mit diesen Quarzkristallen, diesen speziellen. Aber auch das hat wiederum in Kombination mit den Metallen drin eine Art Leitfähigkeit. Und stellt euch jetzt richtig viel Druck vor und irgendwie leiten da Elektronen, die wollen sich neutralisieren, entspannen. Und jetzt noch auf die Schildkröte zurückzukommen, da haben wir jetzt auch wieder, da drückt jetzt quasi die Spitze extrem auf den Bereich des Steines, der quasi diese Energie immer wieder permanent umsetzt und die entlädt sich immer und das bildet eine Art Feld, ein elektrisches Feld. Das ist
kein starkes, aber das ist so stark, dass man es theoretischerweise auch messen könnte. Das ist so. Captain Rush hat da noch was Cooles geschrieben. Weiß nicht, Simon, magst du vorlesen? Soll ich? Du meinst, Kornfeld wäre auch cool, neu zu betrachten. Genau. Weil, also ich sehe das auch so, wenn man die Kornfelder anschaut und wenn man, es gibt ja Experimente mit Hochfrequenz, respektive einem Frequenzgenerator auf einer Glasplatte und dann Sand darüber leert und dann die Frequenz mal hochschraubt, was da für wunderbare Muster entstehen. Also für mich liegt es auf der Hand, ja. Das eine. Super Anregung. Also ich höre gerade, wir sind verknüpft. Stellt euch Zuhörer, also Publikum, das Ganze dreidimensional vor, weil viele haben immer nur so ein eindimensionales oder zweidimensionales Bild, aber das ist wirklich ein dreidimensionales Bild, was auch immer in Bewegung ist. Auch ein Energiebild. Und ich hatte, ich glaube, vor 20 Jahren mal oder noch länger in den Social Media so präsentiert, so dass ich für mich erkannt habe, wie das vielleicht funktionieren könnte mit den Halben, so dass das Mikrowellen sein müssten, weil die Halme deshalb nicht umknicken und sich miteinander verflechten, weil genauso die elektromagnetischen Felder sich verwirbeln. Wenn man die sich jetzt dreidimensional vorstellt, die sind nicht geradlinig, sondern das sind wirklich Verwirbelungen. Und wenn man diese Felder, und die kann man auch steuern, diese Felder, also es gibt so eine rechte Handregel. Wenn der Strom nach vorne fließt, dann bewegt sich das Magnetfeld quasi rechts herum um den Leiter. Das ist jetzt mal so eine, was ich früher in der Elektrotechnik gelernt habe. Und das muss man sich jetzt aber mit einem riesen Knoll vorstellen an Leitungen. Und das fließt zwar immer rechts rum, aber das ist alles miteinander verknollt. Das gibt dann nochmal Interreferenzen oder Aktionen, Auslöschungen und auch Sachen, die sich dann hochschwingen. Das ist ein sehr interessantes Thema. Da hoffe ich doch, dass ihr da draußen etwas mehr reindenkt, weil da werdet ihr eine Menge Erkenntnisse aus eurer Umwelt auch erfahren. Ich glaube ja, in der Schweiz haben sie doch das gemacht, oder? Wo sie doch Getreide und auch Fische mit mit elektromagnetischer Strahlung. Das kam am Fernsehen, das war noch Schweizer mit Frank Elstner, glaube ich, war da noch der Moderator. Mhm. Und die haben gezeigt, wie die einfach also das Urchor und die Urforelle wieder machen konnten durch die elektrotechnische Bestrahlung, respektive Urstrahlung. Ja. Und jetzt kommt's, das war ein offizielles Projekt. Ja. Ziba Geigi. Also jetzt, Vorgänger ich, davon. Sando war es danach? Ja. Oder? Nein, Novartis. Also einer der bekanntesten Chemiefirmen weltweit, hier in der Schweiz, und das war, glaube ich, spät 80er Jahre. Ja, die haben das einfach zum Schauen, was möglich ist, und natürlich patentieren lassen und dann verschwinden lassen. Ja. Ich glaube, zu wenig, was war die Erklärung, zu wenig Interesse oder was zu wenig möglich ist? Ja, verdienst kein Geld. Ja. Ein simples Beispiel, so der Nierensteinzertrümmer. Ich weiß nicht, ich glaube, das gibt es mittlerweile nicht mehr. Aber ich komme noch aus einer Ära, wo ich das früher als Anlageninstallateur mit installieren durfte, als Elektroanlageninstallateur, also nicht als der Techniker, der diese den Tomographen aufstellt, aber also den Zertrümmerer. Folgendermaßen, da wird ein Schall quasi erzeugt, der so laut ist und so viel Energie mit sich bringt, und der wird dann auf diese Niere geschossen, wo diese Nierensteine drin sind. Und der Schall hat genau diese Frequenz, dass die Nierensteine anfangen, ja, mitzuschwingen, weil man die Frequenz von diesem Kalk kennt. Und jetzt ist aber die Energie so hoch, dass der Kalk anfängt zu zerkrümeln und zerfällt dann irgendwann in kleinere Partikel, und dann kann man den wohl wieder ausstrahlen oder ausscheiden, besser gesagt. Ausstrahlen, obwohl das passt auch. Ja. Also das ganze Leben, und das ist eigentlich die wichtigste Regel, die ich für mich gelernt habe, ist, dass alles im Leben schwingt und auf dieser Basis kommuniziert, miteinander interagiert, quasi sich hochschwingt oder nicht stimmig ist oder disharmonisch ist oder auch harmonisch ist, oder man betrachtet analog, sage ich jetzt mal, als Mensch in der oberen Oktave das gleiche Bild wie jemand, der das auch sieht, aber aus einer unteren Oktave. Beide sehen das Gleiche, aber doch unterschiedlich, weil sie
Und sie treffen sich aber, das ist ein Paradoxon, was ich jetzt versuche mal zu umschreiben, so in Interaktion mit unserer Umwelt. Ist egal, ob es Licht ist, wenn uns klar wird, dass wir nur eine Reflexion ist und wir sehen eigentlich nur das, was nicht reflektiert wird und nehmen das im Auge denn wahr. Oder Schall, der ein Glas zum Vibrieren bringt. So kann man zum Beispiel auch das Prinzip verstehen, wie der Schall der Erde, die Pyramide im Inneren, also nicht die Pyramide selbst, nur die Glocke im Inneren zum Schwingen bringt, weil die Erde so tönt, so laut tönt, aber wir können es leider nicht hören, weil wir in dieser Erdfrequenz auch leben, weil die ist ja permanent um uns herum, weil der Motor bewegt sich immer gleichmäßig. Und diese Frequenzen bestehen übrigens aus drei, muss ich mal so auch unterstreichen. Man hört ja mal Schumann-Resonanz und so, das sind drei verschiedene Werte, die sich um die Erde modulieren. Ich habe mir auch nochmal die unterschiedlichen Frequenzen aufgeschrieben, für die, die es interessieren sollte. Moment. Weil es nicht. Und zwar, man nennt das einmal die Second Order. Das wäre eine Frequenz von 14,1 Hertz. Das ist also auch nicht zu hören für das Ohr. Das ist auch sehr, sehr langsam. Das ist fast das Doppelte wie 7,83 Hertz. Das wäre dann die Schumann-Resonanz. Und dann hat diese Resonanz wiederum nochmal eine Third Order. Und die hat eine Frequenz von 20,3 Hertz. Das ist auch sehr, sehr langsam. Also das Ohr fängt erst an, so bei 20 Hertz an zu hören, vielleicht ein bisschen drüber. Und das ist dann auch so tieffrequent, dass wir das auch nicht unbedingt als Schall wahrnehmen, sondern eher spüren. Ja, dieser piezoelektronische Effekt ist ein wichtiger Effekt für unsere Zukunft. Und es ist keine Art von freier Energie, sondern eine kinetisch umgewandelte Energie. Aber was macht uns frei? Diese Kraftwerke brauchen keinen Sprit. Die brauchen nur die Erdresonanz, die permanent da ist. Und wenn wir diese Ätherenergie verwenden, weil wir sie haben, dann brauchen wir auch keine Kabel mehr, weil elektrische Energie ja über den Äther transportiert wird und uns dahin liefert, wo wir es eigentlich brauchen. So wie wir es ähnlich jetzt auch mit unserem Handy haben. Das Handy hat theoretischerweise überall Energieempfang, um zu kommunizieren. Und genau, dazu gab es, glaube ich, auch. Sorry, Lars, wenn ich dich kurz unterbreche, aber sonst vergesse ich es noch wieder. Und wenn wir jetzt mit Energie übertragen sind, ich glaube, die Uni Thüringen, irgendeine technische Uni bei euch in Deutschland, die hat ja via WLAN-Sender, glaube ich, über 146 Kilometer Strom, ich sage es jetzt mal ein bisschen laienhaft, durch die Luft übertragen. Also ja, ist ja nichts anderes als, man gibt was rein, wandelt es um in Frequenz, wo es durch die Luft beamt, respektive da durchschwingt, Welt, kommt ein Empfänger an, wandelt es wieder um und zapft mir da ein Radio an. Das ist jetzt, glaube ich, der Rekord. Sehr schön. So plus minus 146. Ich glaube, das war die Uni. Ja. Göttingen, glaube ich, gewesen. Ja, genau, Göttingen. Ja. Ja, 146, sehr schön erkannt. Habe ich selber mal gefunden, sehr kleiner Beitrag, wo ich auch sehr überrascht war. Aber ich habe mich auf die Suche begeben und habe dann noch parallel entdeckt, dass man zum Beispiel von einer Insel zum Festland mit hochfrequenter Energie quasi Strom überträgt und zwar auch richtig mit Leistung, sodass man die Insel quasi mit Elektrizität versorgen kann. Und das ist aber eine gerichtete Energie. Die ist jetzt nicht so, dass sie sich den Äther komplett füllt, sondern die wird quasi über Parabol gerichtet. Ich gebe mal eine kleine Gedankenanregung. Also ein Laserlicht, wir wissen ja, der wird mit hoher Energie erzeugt und der ist so sauber gebündelt, dass er dann quasi nach vorne abstrahlt. Und der Laser wird wiederum mit einer Röhre erzeugt. Und ich habe mir mal überlegt, so, man kann auch die Röhre im umgekehrten Prinzip eigentlich genauso verwenden, weil ich hatte mal einen Laser früher, das ist aber schon ewig lange her, den habe ich dann auseinandergebaut, weil ich wissen wollte, wie es funktioniert und aussieht und habe auch richtig eine Paint bekommen, weil das ist ja auch eine hohe Energie, die da rauskommt, also ein hoher Strom, über 1000 Volt. Und da ist vorne eine kleine Linse dran und eine Röhre. Und das wird halt mit Energie gemacht. Ich hole jetzt nicht so weit aus. Aber ich dachte mir so, Moment mal, wenn jetzt die Linse das vorne abstrahlt, dann müsste ich doch das gleiche Gerät auf der anderen Seite quasi ansetzen können, wo das nicht aktiv ist, sondern das Licht wird in die Linse quasi reingebündelt und dann auch umgewandelt, wieder in Elektrizität zurückgewandelt. Ich dachte, ich liege damit falsch. Heute wird so Elektrizität zu Satelliten und umgekehrt transportiert, um diese wiederum auch zu versorgen. Man kann mit einer errichteten Energie diesen Satelliten quasi aufladen. So, das sollte uns jetzt schon mal zu denken geben. Okay, man kann Energie nehmen, kann die richten, was natürlich nicht unbedingt
zum Vorteil ist, weil gerichtete Energie kann man natürlich auch als negativ, als Waffe verwenden. So jetzt der Verdacht besteht auch, dass man das schon längst gemacht hat, und weil man diese Technologie auch heute noch gegenwärtig kennt, wie man das quasi machen kann. Das ist ein heißes Thema. Jetzt höre ich euch ein bisschen verzerrt gerade. Jetzt sollte es wieder gut sein. Oh, eine Störung im Hintergrund und ein Knarzen gerade. Aber okay. Ja. Ich bitte das Publikum da draußen, befasst euch, auch wenn es seltsam ist, mit Frequenzen, mit Rhythmen. Und nehmt diese Worte nicht so präzise, sondern versucht die irgendwie auf einer natürlichen Art und Weise euch zu verinnerlichen. Weil man läuft zum Beispiel rhythmisch, man atmet rhythmisch. Was können Frequenzen machen? Warum schwingt andere Sachen mit? Wenn ihr diesen Sachen näher kommt, dann werdet ihr ja viele Fragen, die ihr vorher hattet, euch selbst erklären können, weil ihr feststellt, dass alles nach diesem Prinzip dieser kosmischen Frequenz funktioniert, die überall anzuwenden ist. Also Musiker wissen, wovon ich rede. Wenn ich über Resonanz rede, über Oktaven, die mitschwingen und so, und das ist für euch jetzt vielleicht da draußen noch ein bisschen weit weg oder auch nicht. Jede Art des Daseins basiert auch unser Körper, der schwingt. Auch wenn wir das nicht sehen, er schwingt nach außen Frequenzen ab, feinstofflich. Und jeder Stein schwingt theoretischerweise Frequenzen nach außen ab. Wenn wir die jetzt kennen würden oder analysieren würden und die womöglich umsetzen, so wie bei dem Prinzip der Erde. So, wir haben einen dicken Stein, der in der Mitte einen Motor hat, der dreht sich, der ist flüssig, womöglich, wenn man uns das sagt. Weiß jetzt auch keiner genau, aber es ist wohl eine hohe Temperatur im Inneren. Und diese Rotation, die überträgt sich einfach auf das gesamte Gehäuse Erde. Und die schwingt halt komplett mit. Ähnlich wie beim Auto. Wenn ihr mal das Gas drückt, das Gas fährt langsam höher. Und ihr merkt mit immer, fangen die Scheiben im Auto an mitzuschwingen und das klappert mit immer alles. Dann gebt ihr noch ein bisschen mehr Gas und dann geht das wieder weg. Was habt ihr da für ein Prinzip gerade wahrgenommen? Ganz simpel. Das Gehäuse des Autos hat eine bestimmte Größe. Und diese Größe, da passt genau eine bestimmte Frequenz drin. Und wenn ihr jetzt mit eurem Pedal quasi den Motor zum Schwingen bringt, und der ist ja der hat eine Unwucht durch seine Nockenwelle, die vorne drin ist. Und diese Unwucht, wenn die eine bestimmte Frequenz hat, die genau so lang ist, dass diese Welle darin passt, dann fängt das Gehäuse bei eurem Auto an, mitzuschwingen. Und ihr merkt das richtig rappeln. Wenn ihr jetzt wieder ein bisschen schneller aufs Gas drückt oder mehr, dann wird ja die Schwingung schneller und dann geht das aus dem Auto wieder weg. Wenn ihr jetzt noch mehr rauftreten würdet und die Drehzahl noch mehr erhöht, irgendwann kommt die Schwingung in der nächsten Oktave wieder. Und das Auto fängt wieder an mitzuschwingen. Nur ein Ton höher. Also das ist so einfach für euch da draußen so erklärt. Ich hoffe, ich schaffe es irgendwie, irgendwann mal vielen von euch, dieses einfache Denken näher zu bringen, weil ihr werdet mit einmal so neugierig werden, weil ihr versteht, ihr guckt und erkennt und fasst euch selbst vom Kopf, warum ihr das vorher nicht viel einfacher verstanden habt. Warum eine Tür zum Beispiel quietscht oder also ein quietschendes Beispiel mit der Tür ist jetzt ein seltsames. Zu wenig Öl. Nee, aber das ist absolut super. Wir müssen das auch fortführen, denke ich. Also unbedingt. Deine Astralreise zum Beispiel, die solltest du unbedingt mal noch erzählen. Und du hast ja noch ein paar weitere Themen. Also echt hochspannend. Ich hätte noch was als Anregung für die Erdstelle, damit ihr, die jetzt zugehört habt, vielleicht für das nächste Mal ein paar Fragen habt. Also stellt euch einfach mal in der Erde einen Hohlraum vor. Und dieser Hohlraum, der ist halt hohl. Und in diesem Hohlraum kann sich durch die Luft, die da drin ist, können sich Schallwellen bilden, die da drin auch hörbar werden. Im Erdinneren wiederum, im Erdreich sind auch Wellen. Schallwellen, aber die können wir nicht hören, weil sie da quasi überall mit der Masse verbunden sind und die übertragen sich egal wo. Jetzt schaffe ich aber mitten im Erdinneren einen Hohlraum. Und dieser Hohlraum, wenn der genau bemessen ist, kann ich genau eine spezielle Frequenz erzeugen. Ich müsste nur wissen, wie groß der Hohlraum sein muss anhand der Frequenz. Das wurde so ja schon erkannt. Und wisst ihr, was man rausgehört hat? Und das scheint wohl zu passen. Man hat in den Erdstellen eine Frequenz drin geführt, um mal zu gucken, wie die klingen, ab wann die anfangen selber zu resonieren. Und siehe da, der Erdstall fing bei 435 Hertz an mitzuschwingen.
Ich gebe nochmal einen kleinen Hinweis, 432 Hertz, warum jetzt 435 Hertz? Naja, diese alten, diese Erdstelle, die sind halt schon etwas abgenutzt. Das heißt, das Material ist schon ein bisschen, so der Raum ist ein paar Millimeter größer und das verschiebt natürlich in dem Sinne dann auch die Frequenzen. Weil der Akustikkörper nicht mehr perfekt in dem Maß, wie er sein sollte, klingt, sondern er klingt etwas höher. Und ich habe den Verdacht, dass die Erdstelle diese Erdresonanz, nämlich auch zum Beispiel die Schumann-Resonanz, einfach mal in sich aufgenommen haben und in eine bestimmte Richtung geleitet wurden, wo Kristalle im Erdinneren zum Schwingen gebracht worden sind, um Elektrizität zu erzeugen. Nicht welche, die wir jetzt, sondern Erdenergien. So, und jetzt gebe ich mal so gedanklich ab. Ach ja, vielleicht noch ganz am Ende. Nicht wir gehen in das Objekt rein und klingen da drin, damit das Objekt zum Klingen gebracht wird, sondern das Objekt ist nur dazu da, der Erdstall, als Hohlraum, damit er die Erdenergien aufnehmen kann. Und deshalb sind die auch so komisch gebaut. Ja. So, und jetzt hebe ich ab. Danke. Absolut top spannend, ja. Lars. Vielen, vielen lieben Dank vielen für Dank, deine. Ja. Und, wie gesagt, wir hören uns sicher wieder. Also von unserer Seite sehr gerne. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Sehr gerne. Vielen Dank an euch auch für den Raum und auch an die lieben Kommentare der Zuhörer vom letzten Mal. Ja, auch von uns. Vielen Dank an die Zuschauer da draußen, dass ihr dabei gewesen seid. War sehr spannend und geht weiter. Auf jeden Fall. Ich glaube, Lars wird noch kurz ein paar Fragen im Chat beantworten, respektive schreiben. Da sind noch ein paar für dich, Lars, wo deine Expertise, Feedback wünschen. Ich glaube, da darfst du kurz schreiben. Ich wechsle nochmal die... Wie schon vorhin erwähnt, liebes Publikum, liebe Community, schreibt doch in die Kommentare, auf was wir uns ansetzen sollen. Es sind ein paar gute Tipps schon gekommen, zum Beispiel Herr Dr. Kusch. Das wird jetzt hoffentlich mal Bewegung in die Sache kommen, dank einem Follower hier. Das bin sehr gespannt, was sich daraus ergibt. Macht weiter so, wir leben auch dank euch und können wir coole Sachen produzieren, eigentlich nur dank euch für Tipps und euren Mut, den ihr aufbringt, um uns eure Geschichten zu erzählen. Nochmals von meiner Seite, respektive von uns, vielen lieben Dank dafür. Ja, ich habe noch gesehen, Wilmec hat noch was geschrieben betreffend Remote Viewing und seiner UFO-Sichtung. Wilmec hat ja seine UFO-Sichtung bei uns erzählt. Das Thema bleiben dran und ja, Stefan Weber kann auch Rückführungen machen, kannst dich ja melden bei uns, können wir das auch leisten. aber wir bleiben in Kontakt und ja, vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank alle. An alle da draußen, ja. Auf jeden Fall. Das war's für heute, aber... Genau, aber sich nicht. Übermorgen geht es weiter mit nächsten Beitrag. Genau, und noch ein kleines Schlusswort von mir. Also es ist nicht mein Schlusswort, sondern ich zitiere gerne Nikola Tesla. Wenn du das Universum verstehen willst, dann denke in Frequenzen, Wellen und Energie. Ich glaube, damit hat er absolut recht. Wer Nikola Teslas nicht kennt, unbedingt googeln, Videos schauen. Es gibt sehr gute Dokumentationen über den brillanten Wissenschaftler des frühen 20. Jahrhunderts, wo gebürtiger Kroate war, glaube ich. Oder Serbe, bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich würde sagen... Guten Abend. Genau. Ja, wir sehen uns wieder. Alles klar. Vielen lieben Dank, liebe Zuschauer. Haut rein, bis dann. Tschüss. Danke, tschüss.